Hallo und willkommen zu einer neuen Folge RoboCraft. Wir spielen eine Runde TDM. Ich habe heute drei Liga-Arena-Matches gespielt. Das Blöde war, ich habe immer so komische Mitspieler bekommen. Beim ersten Spiel haben sich fast alle nur auf Kill konzentriert, also nicht auf die Ziele. Die hatten meistens so Fernkampf-Roboter und waren die ganze Zeit in der Base und sind überhaupt nicht rausgegangen. Also halt so Railgun in der Base kämpfen. Beim zweiten Match waren da auch so komische Mates. Haben wir jetzt, sollen wir zurückgehen. Und beim dritten Match haben direkt beim Anfang des Spiels zwei Leute disconnected. Und bei Liga Arena brauchst du halt ein bisschen paar Mates. Vernünftig mitspielen. Was? Da war bei mir unsichtbar. Ah, die kommen gar nicht aus der Base raus, das ist problematisch. Warum kommt der? Wollte den Tester angreifen. Lol. Die sind doch super schnell kaputt. Wenn man die trifft, okay. Okay, wenn ich jetzt so komisch rumfliege, dann treffe ich natürlich nicht. Ah, scheiße, der hat meine Unterwaffe kaputt gemacht. Schade. Hätte ihn lieber vorpushen sollen, den einen, der fast tot ist, getöten sollen. Naja. Wir haben mehr als doppelt so viele Kills als die Gegner. Obwohl die Gegner sehr passiv spielen. Also ich habe den meisten Schaden in meinem Team. All gemacht. Da habe ich zu spät und daneben geschossen. Ich glaube, einer wurde mindestens getroffen, oder? Toll. Wirf, schießt er über ein Berg. Und ich kipp einmal um. Vor Schreck. Komm, jetzt muss ich mal gegen waschen. Okay, doch nicht. Ups, sorry. Seine Waffe kaputt gemacht. Ah, fuck. Okay, ein Spieler ist jetzt connected, okay. Aber der hat natürlich noch den Schutz drin. Das will er natürlich ausnutzen. Weil der ist wirklich schwer zu treffen. Aber ich glaube, ich habe voll wenige Kills gemacht. Viel Schaden, aber wenig Kills. Nein. Mach den kaputt! Aber ich glaube, das zählt nicht. So, Schaden her war ich sehr gut. Leute.
Schein her war ich gut dabei, aber Kills her war ich nicht so gut dabei. Ich habe mehr die Vorlagen geliefert. Naja, war mal ausnahmsweise eine gute Runde. Auch wenn es Team Deathmatch war. Aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Waffen schwächer geworden sind. Muss mal gucken, ob da irgendein Patch letzte Zeit rausgekommen ist, der die Balance geändert hat. Die Waffen haben sich definitiv früher stärker angefühlt. So, ich habe mal hier letztens mal in Off so das hier gebaut, so zum Testen. So ein Tester-Ding, was die meisten auch bauen. Naja, es geht. Ich habe einmal Team Deathmatch gespielt, aber war jetzt nicht so doll. Er ist ziemlich flott, aber er neigt manchmal dazu, wenn er so das Gelände ein bisschen hügeliger ist, zu kippen. Oder wenn ich irgendeinen ramme, sag mal, die Wand ist der Gegner, dass er dann, na, wenn es gerade ist, geht's, aber wenn es halt so schräg ist, dann kippt er gerne mal. Naja. Also mehr oder weniger, naja, Roboter. Und die Tester-Dinger lassen sich sehr einfach abschießen. Das fand ich auch ziemlich blöd. Ein Treffer an der Front und fast alle Tester-Dinger sind weg. Naja, könnt ihr gerne oben links auf Abonnieren drücken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.